Hallo liebe Freunde, heute geht es darum, um Aktivbalancer für Lithiumbatterien. Da scheiden sich natürlich die Geister. Die einen schreien immer mit aktivem Balancer, die anderen sagen, es ist ja schon ein Balancer in der BMS verbaut. Ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, dass die Zellen trotzdem manchmal, wenn sie unter starker Belastung standen oder stark beansprucht wurden, dass die Zellen dann etwas driften. So eine BMS von Daly hat natürlich auch einen Balancer eingebaut mit einer Stärke von 0,2 Ampere, also das ist nicht die ganze Welt. Den Balancer, den ich heute werde verbauen, das ist ein 4S-Balancer, das heißt für 4 Zellen und der hat eine Stärke von 5 Ampere. Das ist natürlich dann schon eine ganz andere Hausnummer. Es können natürlich auch zwei Balancer benutzt werden. Das heißt, einer ist ja in der BMS von Daly und der zweite daneben, der etwas stärker ist. Normalerweise sollte dies kein Problem darstellen. So, wir sind mal wieder hier in meiner kleinen Werkstatt. Der Balancer sieht dann so aus, den ich gekauft habe. Der ist natürlich lose, das heißt, das Ding hier musst du selbst zusammenbauen, dann mit Kabel dazu. So ein Balancer wird angeschlossen wie eine BMS. Jede Zelle bekommt sein Kabel und hier ist das auch aufgezeichnet. B minus, also Batterie minus, B1, B2, B3 und B4. Das heißt, die vier Zellen kommen dann jeweils so einen Kabel. Der grüne ist dann, kann man nachmessen, nach 3,5 Volt. Der gelbe 7 Volt. Weiß ist dann 10,5 Volt. Und rot müsste dann 14 Volt haben. Schwarz ist natürlich der Minus. Wie gesagt, so sieht das ganze Ding aus. Ich habe da auch noch doppeltes Klebeband drauf gemacht. Das wird einfach hernach fest geklebt und gut ist. Und der Rest ist alles Plastik. Da kann nicht viel passieren. Wir sind jetzt in die Garage angekommen, wo der Wagen steht, wenn er nicht benutzt wird. Und wir wollen jetzt anfangen mit diesem Umbau. Ich habe im Moment jetzt alles hier umgebaut, was ich umbauen sollte. Ich werde euch das ja nachzeigen. Und hier ist dann der Active Balancer und genau den wollen wir jetzt dann einbauen. Wie ich das schon erklärt habe, hier mit dem Kabel. Moment. Wie ich das schon erklärt habe, diesen Kabel hier, dies ist der schwarze. Der kommt dann auf Minus. Im Grunde genommen wird das genau angeschlossen wie eine BMS. Das ist jetzt kein großer, das ist jetzt wirklich keine große Geschichte. Der zweite kommt auf Plus. Moment. Das heißt auf Plus von der ersten Batterie. Das in dem Fall ist das hier der grüne. Und dann Nummer 3. Das ist der gelbe. Der müsste dann hier hinkommen. Der müsste hier wieder. Ich kann den auch hier anschließen, das geht auch. Und dann haben wir noch den weißen, der müsste da hier hinkommen. Ich mach den mal lang. Hier hin. Und dann zum Schluss den roten. So, dann haben wir jetzt mal alles angeschlossen und wollen wir jetzt das Ganze durchmessen. Hier lassen wir mal das
Messinstrument hier liegen. Das heißt, den schwarzen machen wir auf schwarz. Oder wir können das auch hier machen, geht es gerne noch besser. Schwarz auf schwarz und dann der erste. Müsste dann 3 Volt sein. Ja, 3,3. Der zweite. 6 Volt, stimmt noch. Der dritte so 10 Volt rum. Genau. Nicht gerade 10 Volt. Und dann der letzte, wie ich gesagt habe, 13, 14 Volt. Hängt davon ab, wie voll das die Batterie ist. Und so, das wäre es dann mal gewesen. Das Ganze hier ist dann perfekto. Jetzt können wir dann den Balancer einschalten. Ich mache das aber nicht. Ich werde zuerst nochmal hier sämtliche Schrauben anziehen. Und dann wollen wir den Deckel drauf machen. Dann gucke ich irgendwo, wo Platz bleibt, für den Balancer zu setzen. Ich habe jetzt den Akku wieder zugebaut. Da lassen wir den Balancer jetzt mal anschließen. So, es müsste jetzt laufen. Hier ist eine kleine Kontrollleuchte dran. Da sieht man, ob der angeschlossen ist oder nicht. Das müsste jetzt perfekt laufen. Jetzt werde ich das natürlich im Auge behalten, soweit der Akku in Betrieb ist, ob jetzt die Zellen besser balancen oder schlechter. Ich gehe davon aus, dass sie besser balancen, das ist im Grunde von Grunde, wie ich schon erwähnt habe, dass hier der Balancer hier kann 5 Ampere balancen und die BMS 0,2, da gehe ich davon aus, dass das hier besser klappt. Also was wurde heute hier umgebaut, wie man sehen kann, ich habe das komplette Brett vorne neu gemacht. Hier ist der Hauptschalter, Hauptsicherung auf Plus geschaltet, die BMS von 250 Ampere. Dann haben wir noch den Schand von Votronic hier unten. Hier sind die beiden Hauptpole Plus und Minus. Die sieht man sehr schlecht von hier. Und dann hat man noch eine 30 Ampere Sicherung eingebaut für die Verteilung hier. Auf dieser Verteilungsschiene würde man schon sagen. Hier kann ich die verschiedenen Gerätschaften, die ich noch innen installieren werde, anschließen und dann absichern. Hier kann man dann die Sicherungen einstecken. Das sollte auch kein Thema jetzt sein. Wie man jetzt sehen kann, habe ich den Balancer hier an der Seite befestigt. Einfach mit doppelseitigem Klebeband. Das hält dann bombenfest, wie man sieht. Ja, das sieht jetzt etwas im 3D aus mit den Kabeln, aber leider Gottes, da habe ich verschiedene Pläne gemacht. Das ging nicht anders, als die Kabel dann manchmal zu kreuzen und so weiter und so fort. Darum habe ich auch überall solche Plastikröhren drauf gemacht. Auch hier, wie man sehen kann, das können da die Kabel aneinander reiben. Das macht ihnen nichts aus. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, dass ich dem einen oder anderen helfen konnte, respektive neue Ideen geben konnte. Dann sage ich mal wieder Bye-bye, tschüss, tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Tutorial.